Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV hier aus dem wunderschön verschneiten Österreich. Das ist natürlich das ideale Terrain, um uns ein SUV genauer anzugucken. Und hier neben mir steht er natürlich, sieht ein bisschen aus wie ein Range Rover Evoque, trägt aber den Namen Discovery und löst den Land Rover Freelander ab. Das ist der neue Land Rover Discovery Sport. Warum heißt der Freelander, den es seit 1998 gab, denn jetzt Discovery? Land Rover will drei Produktfamilien oder drei Submarken sogar jetzt einführen. Und das ist der Startschuss im Prinzip. Wir haben eine Submarke, das ist der Range Rover mit dem eigentlichen Range Rover, dem Range Rover Sport und dem Range Rover Evoque. Das steht für Luxus Range Rover. Dann haben wir die Produktfamilie oder Submarke Discovery. Das ist der eigentliche Discovery, den es ja seit 25 Jahren gibt. Ein echter Geländewagen als Siebensitzer sogar. Den gibt es in der Produktfamilie Discovery und jetzt neu, seit 2014 ist er in Paris vorgestellt worden, den Land Rover Discovery Sport. Und die dritte Säule ist dann das Urgestein, der Defender, das Arbeitstier, der ja 2016 dann durch ein neues Modell abgelöst werden soll. Wenn wir uns das Auto angucken, wir bewegen uns hier im Premium-Segment. So sortiert sich die Land Rover zumindest selber ein. Und da wären dann die Konkurrenten der Audi Q5, der BMW X3, der Mercedes GLK bzw. demnächst GLC und der Porsche Macan. Bei all diesen Konkurrenten oder Mitbewerbern, wie wir ja immer so schön sagen, ist aber wichtig, die gibt es nur als Fünfsitzer, während dieses Modell jetzt auch als 5+2-Sitzer verfügbar ist. Und so stellen wir ihn euch auch vor. Jetzt sage ich, Sarah, zeig du doch mal bitte den Motor und sag uns, welche Motorisierung es geben wird. Ja, vielen Dank, Jan. Für das Modelljahr 2015 kommt der Land Rover Discovery Sport erstmal mit drei verschiedenen Motoren. Das sind zwei Dieselmotoren und ein Benzinmotor. Die beiden Dieselmotoren haben unterschiedliche Leistungsstufen. Die heißen dann TD4 und SD4. TD4 heißt Turbodiesel, SD4 heißt Sportdiesel. TD4 hat 150 PS, SD4 190 PS. Und der Benziner leistet 240 PS. Ganz später dann im Herbst, da kommt dann noch sozusagen die sparsamste Variante, das ist dann ein kleiner Dieselmotor, der wird dann heißen ED4 und den gibt es dann auch nur mit Frontantrieb. Jetzt schauen wir uns den Motor in unserem Testwagen an. Das ist ganz einfach, man muss sich einfach nur an diesem O hier ausrichten, dann kriegt man die Motorhaube auf. Und unser Testwagen hier hat einen 2,2 Liter Vierzylinder-Diesel, den SD4-Diesel mit 190 PS und 420 Newtonmeter. Die Fakten, Fakten, Fakten. Unser 2015 Land Rover Discovery Sport SD4 Diesel beschleunigt von 0 auf 100 in 8,9 Sekunden und der Vortrieb endet bei 188 km/h. Der Kompakt-SUV ist 4,59 m lang, 1,72 m hoch und von Außenspiegel zu Außenspiegel 2,17 m breit. Der Radstand beträgt 2,74 m und der Wendekreis liegt damit bei 11,90 m. Leer und mit dieser 5+2 Sitzoption wiegt unser Tester 1863 Kilo. Die maximale Zuladung liegt bei 737 Kilo, sodass wir dann also ein zulässiges Gesamtgewicht von 2600 Kilogramm haben. Weil es ein geländegängiges Auto ist, nennen wir euch auch diesmal wichtige Offroad-Daten. So liegt die Wadtiefe bei 600 mm, der Böschungswinkel beträgt vorne 25 Grad, hinten 31 Grad und der Rampenwinkel 20 Grad. Die Bodenfreiheit beträgt 212 mm. Land Rover gibt den kombinierten Neftverbrauch mit 6,3 Litern auf 100 Kilometern an und dank des 65 Liter großen Tanks sind rechnerisch Reichweiten von 1030 Kilometern möglich. Der Basispreis vom 2015 Land Rover Discovery Sport liegt bei 32.250. Das ist dann der ganz kleine Diesel, der erst im Herbst kommt. Unser Tester in dieser Ausstattung hingegen startet bei 54.550 Euro und natürlich ist da nach oben hin immer noch Luft. In Deutschland gibt es den Land Rover Discovery Sport in vier Ausstattungslinien. Wir fahren die höchste Ausstattungslinie HSE Luxury und darunter kommen dann noch HSE, SE und S.
schauen wir uns das Exterieur unseres Testwagens an. Weil wir die höchste Ausstattungslinie haben, sind hier Xenon-Scheinwerfer verbaut. Mit diesem runden LED-Tagverlicht, dieses Runde, das heißt übrigens in der Land Rover-Sprache Kompassdesign. Wir haben aber nicht nur Xenon-Scheinwerfer, sondern sogar adaptive Xenon-Scheinwerfer, wobei das Adaptive dann wiederum 450 Euro Aufpreis kostet, Entschuldigung. Wenn man dann aber dieses adaptive Set hat, dann hat man ein Kurvenlicht und einen adaptiven Fernlichtassistent. Eine Kleinigkeit übrigens noch, was unsere höchste Ausstattungslinie betrifft, ist, dass dieser Discovery-Schriftzug hier sehr hell und shiny ist. Bei den anderen Modellen, die weiter drunter sind, ist er mehr so unauffällig und grau. Ihr habt vielleicht schon diese graue Abdeckung hier auf der Motorhaube entdeckt. Darunter verbirgt sich ein Airbag für Fußgänger. Der entfaltet sich dann bei Aufprallen mit Fußgängern bei Geschwindigkeiten zwischen 25 und 50 km/h. Dann bläst sich also dieser Airbag auf und bedeckt die Windschutzscheibe, um Verletzungen zu minimieren. Und wo ich gerade schon über diesen Aspekt spreche, der viel mit Sicherheit zu tun hat, möchte ich an der Stelle noch sagen, dass dieses Auto beim NCAP-Test alle 5 Sterne bekommen hat und nicht nur das, er ist auch Gesamtsieger geworden, also in der Bestwertung alle besten Punkte geholt und hat damit sogar den Porsche Macan geschlagen. Beim HSE Luxury haben wir 19 Zoll Alufelgen im neuen Speichendesign serienmäßig. Generell geht es bei 17 Zoll los und optional kann man hochgehen bis 20 Zoll. Unsere Außenspiegel sind in Wagenfarbe lackiert, haben an der Unterseite noch eine kleine Kamera. Die ist jetzt gar nicht für die 360-Grad-Geschichte gedacht, sondern die misst im Prinzip den Abstand zum Wasser. Weil man mit diesem Fahrzeug eine Wartiefe von 60 cm hat und auf dem Display, wenn man dann ins Wasser fährt, kriegt man quasi Echtzeitinformationen, wie tief man denn jetzt schon drin ist. Ich weiß nicht, wofür es gut ist, weil wenn da 80 steht, hast du eh verloren. Gut, wir haben hier das Firenze Rot. Man kann bis zu aus 12 verschiedenen Farben wählen und als Option, das kennt man auch schon vom Evoque, gibt es 2 Kontrastfarben fürs Dach. Aktuell 2 und das ist einmal schwarz und einmal grau. Was man hier vielleicht auch noch mal schön sieht, wo ich klein daneben stehe. Einmal ist der Wagen, weiß Gott, nicht klein und wir haben hier wirklich 21 cm Bodenfreiheit oder wie Sarah sagen würde, 212 mm Bodenfreiheit. Und vom Design her sieht man vielleicht ganz schön hier in diese Schattenkante, die einmal komplett durchläuft von vorne bis hinten, sind dann auch nochmal die Türgriffe eingearbeitet, die bei unserer Ausstattung dann oben und unten nochmal so Chrom-Applikationen im Prinzip haben. Optional gibt es übrigens ein großes Panoramaglasdach, können wir euch später noch zeigen. Wir haben es nämlich hier verbaut. Zum Heck gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Man sieht hier nochmal aufgrund dieses Badges, dass es die HSE Luxury Line ist. Man sieht hier auch nochmal diesen hellen Schriftzug eben in diesem hellen Shiny Atlas, so heißt diese Farbe. Hier hinten sind auch LED-Rücklichter, ebenfalls in diesem runden Kompassdesign. Und der Discovery Sport ist ausgestattet mit 2 Endrohren. Hier fängt es an zu schneien, also nehme ich euch jetzt mal einfach mit in den Innenraum und zeige euch, wie es hier drin aussieht. Wir haben hier übrigens eine beleuchtete Fußleiste, finde ich ganz schön und ich kann ganz bequem auf den Sitz rutschen, um meine Schuhe abzuklopfen, komme bequem auch an die Tür, muss ich ein bisschen rausstrecken. Die hat ein Gewicht, aber man kann sie trotzdem bequem schließen. Mein erster Eindruck, als ich eingestiegen bin, war eher zwiespältig, weil ich die Oberfläche hier, das Soft-Touch-Material, was ich hier oben am Dashboard habe, nicht besonders ansprechend fand. Und auch das Leder, wir haben hier eine Windsor-Leder-Ausstattung mit unserem Modell, auch nicht so ansprechend fand. Also das passte für mich erstmal auf dem ersten Eindruck nicht so ganz zusammen. Ich habe mich jetzt aber dran gewöhnt und seitdem ich weiß, dass es Leder ist, finde ich es auch ganz passabel. Also wie gesagt, oben haben wir so einen Soft-Touch, darunter haben wir jetzt hier Leder, helles Leder und dann haben wir hier noch gebürstetes Alu und dazwischen ist dann ganz normales Plastik, aber auch gefühlt in einer etwas hochwertigeren Qualität. Finde ich eigentlich von der Sache okay. Von der Ergonomie her ist es so, dass wir legen ja immer großen Wert darauf, dass uns die Mitte so ein bisschen zugewandt ist. Das ist jetzt hier nicht so der Fall.
Aber ich kann trotzdem alle Elemente relativ gut bedienen. Ich habe hier auf dem Lenkrad eine ganze Batterie, das ist mir fast ein bisschen zu viel. Dafür ist das ganze Auto schön aufgeräumt, was wiederum dem Raumgefühl doch gut tut, dass man einen relativ freien Blick hat, ohne dass mich jetzt viel einschränkt. Die Fensterscheibe ist auch weit runtergezogen. Also nach vorne hin habe ich schon ein sehr gutes Raumgefühl. Durch diese breite Mittelkonsole, die jetzt hier ja, fast 20 Zentimeter breit ist, wirkt es trotzdem alles so ein bisschen abgeteilt. Ich bin mir noch nicht so ganz einig, wenn ich ehrlich bin. Was ich mag, ist, dass wir hier auch Leder haben in den Türen und auch der Türgriff ist beledert. Das ist immer schön, weil das sind ja die Sachen, die man oft anfasst und da hat man dann auch wirklich den Premium-Appeal, den man sich wünscht. Zum Raumgefühl auch noch Kopffreiheit. Ich bin 1,80, ich habe hier ausreichend Kopffreiheit. Der Sitz ist zwar jetzt relativ weit runtergefahren, aber die Sarah hat hier auch drin gesessen mit ihren 1,84 und die hat sich auch nicht beschwert, dass sie sich in irgendeiner Form beengt fühlt. Ich habe hier keine Gurthöhenverstellung. Der Gurt rollt zwar hin und her. Jetzt gucken wir uns mal die Gurtlänge an. Oh ja, uiuiui. Und das sind meine Arme fast nicht lang genug. Der ist auf jeden Fall ausreichend, dass sich hier korpulente Leute anschnallen können. Theoretisch könnte man auch Babyschalen befestigen, darf man aber nicht, weil man hier den Airbag nicht ausschalten kann. Die Sitze sind ebenfalls beledert. In diesem Windsor-Leder, das ist ein helles Leder, sind perforiert. Nicht zuletzt sind sie perforiert, weil ich auch eine Sitzklimatisierung habe. Also ich kann sie nicht nur heizen, sondern auch belüften. Allerdings nicht beides gleichzeitig. Das ist ein bisschen umständlich. Ich habe hier einen Knopf, auf den drücke ich und den Rest muss ich dann über dieses 8 Zoll große Touch-Display machen. Finde ich jetzt so ein bisschen umständlich, wenn ich mal eben schnell den Sitz beheizen möchte, dann muss man hier halt ein bisschen rumfummeln. Aber am Ende des Tages ist es auch okay. Der Seitenhalt in den Sitzen ist jetzt nicht der beste, aber wir fahren ein SUV, da muss man ja auch nicht ein sportliches Gefühl in den Sitzen haben. Es ist aber auch nicht so, dass man in den Kurven rausgetragen wird. Die Sitze hier in der HSE Luxury Ausstattung sind serienmäßig zehnfach elektrisch verstellbar. Ich kann die also vor- und zurückfahren, ich kann die Lehne verstellen und ich habe noch eine Lordosestütze, beziehungsweise ich kann auch den Sitzwinkel halt entsprechend verstellen. Das Lenkrad, was wir hier haben, ist beledert in Schwarz. Wir finden das auch Sarah sowohl wie ich auch relativ dünn, also angenehm. Es ist nicht so wulstig, es liegt aber sehr gut in der Hand. Ich finde das angenehmer, wenn die Lenkräder ein bisschen dünner sind. Es ist manuell verstellbar, der Griff ist hier unten und rein vom Radius finde ich es okay. Ich würde es mir aber wünschen, dass es halt noch ein Stückchen weiter zu mir rankommt. Aber zusammen mit der Sitzverstellung habe ich hier schon eine gute Sitzposition für mich gefunden. Das Lenkrad ist im Übrigen auch beheizbar. Das finde ich auch sehr schön, dass der Knopf hier wirklich auf dem Lenkrad ist. Da sind es mir fast schon wieder ein paar zu viele Schaltflächen. Auf der linken Seite ist es, um das Infotainment-System zu steuern, beziehungsweise den Bordcomputer. Und auf der rechten Seite habe ich den Tempomaten, der leider nicht adaptiv ist, und einen Geschwindigkeitsbegrenzer, den ich hier steuern kann. Zudem habe ich auf beiden Seiten auch noch Schaltwippen, die es auch in Alu gibt. Wir haben hier Plastik verbaut. Optional kann man sich die auch als Alu nehmen und in Rot sogar, was ich eigentlich ganz schick finde hier. Die Außenspiegel finde ich sehr, sehr angenehm groß. Zumindest passen sie gut zum Fahrzeug. Ich sehe nach hinten alles, was ich sehen muss. Und dadurch, dass sie noch so ein bisschen spitz ausgestellt sind, habe ich noch ein bisschen mehr vom rückläufigen Verkehr, den ich da im Auge behalten kann. Im Innenspiegel habe ich auch einen Blick auf die komplette Heckscheibe, die aber zugegebenermaßen nicht besonders groß ist. Und dazu kommt auch noch, dass sie relativ hoch endet, sodass, wenn ich jetzt einen flachen Sportwagen direkt hinter mir stehen habe, kann ich den nur schlecht sehen oder vielleicht auch gar nicht. Wenn ich den Blick über die Schulter werfe, dann habe ich eine relativ breite B-Säule hier, wenn ich auf der linken Seite mich umsehe. Und die wird auch nicht schmaler, wenn ich mich den Schulterblick über die rechte Schulter werfe. Richtig schlimm finde ich persönlich, wird es dann hinten zwischen dem Ende der Tür hinten rechts und der C-Säule. Da ist noch zwar noch ein kleines Fenster, aber dadurch, dass die Fenster nach hinten so ein bisschen schmaler werden, habe ich da wirklich einen ziemlich großen toten Winkel. Also da möchte ich keinen Fahrradfahrer hinten haben. Den müsste ich dann hier schon im Rückspiegel erkennen. Die Armaturen, wir haben hier
Zwei Rundinstrumente. Auf der linken Seite haben wir den Tachometer bis 240 km/h. Das ist natürlich ein bisschen dick aufgetragen, weil der Wagen ja eine Höchstgeschwindigkeit nur von 188 km/h hat. Auf der rechten Seite den Drehzahlmesser bis 6000 Umdrehungen. Der rote Bereich fängt kurz vor 5000 Umdrehungen an. Dazwischen habe ich dann den Bordcomputer oder ein kleines LED-Display. Da als Kritikpunkt, die Schriftart ist wirklich, finde ich zumindest, sehr schlecht zu lesen. Der Sarah geht es genauso. Wenn ich im Infotainment-System eine Route eingegeben habe, werden mir immer, wenn ich abbiege, da auch die Angaben angezeigt. Ich habe es aber nicht hinbekommen, dass ich das permanent angezeigt bekomme. Ich glaube, es ist wirklich so gekoppelt, dass nur wenn eine Veränderung bei der Wegstrecke da ist, dass sie dann entsprechend angezeigt wird. Da habe ich auch meine Benzinanzeige und was ich schön finde, permanent eingeblendet die Geschwindigkeit, die ich gerade fahre. In unserem Modell haben wir hier auch noch eine Verkehrszeichenerkennung und das wird auch sehr markant eingeblendet. Und was schön ist, wenn ich schneller fahre, als es zugelassen ist, dann pulsiert dieses Geschwindigkeitszeichen auch noch. Sarah fand übrigens die beiden Rundinstrumente besonders schön, weil die Skalen im Prinzip durch so Blink-Blink, fast Glitzersteine irgendwie gekennzeichnet sind. Ja, Geschmackssache, aber ich wollte es zumindest erwähnt haben. In der Mitte haben wir das 8 Zoll Touch-Display im Prinzip. Das ist auch gut ablesbar. Bei dem Navigationssystem, wer schon mal Land Rover oder Jaguar gefahren ist, weiß, die haben so eine etwas seltsame Farbgebung, an die kann man sich aber gewöhnen. Und dann ist es auch gut abzulesen. Die Bedienung läuft halt entweder über das Display selber oder über die beiden Tasten außen. Aber abzulesen ist es auf jeden Fall vom Winkel her ganz gut. Wir hatten allerdings vielleicht auch durch das Panoramadach zwei, dreimal gestern mit der Sonne Probleme, dass die Sonne so stand, dass das Display dann schon nicht so gut abzulesen war. Was wir hier nicht verbaut haben, was es im Moment noch nicht gibt, aber demnächst kommen soll, ist ein Head-Up-Display. Das würde ich mir gerne nochmal angucken, weil das mit Lasertechnik irgendwie die Daten in die Scheibe projizieren wird. Es gibt für den Discovery Sport auch ein Ambient Light. Man kann zwischen 5 verschiedenen Farben wählen und hat dann noch 4 verschiedene Dimmstufen. Man sieht es einmal hier in der Mittelkonsole, quasi in dem Fach schimmert es farbig. Und dann haben wir hier auch nochmal Linien in den Türverkleidungen drin, hinter denen wahrscheinlich so ein LED-Leuchtband ist. Da schimmert es dann auch noch ein bisschen raus. Die Türverkleidung finde ich, die Türtaschen, das finde ich ein bisschen schade, werden hingegen die ganze Zeit weiß beleuchtet. Wir haben hier das große Panoramadach verbaut in unserem Auto. Das ist jetzt gerade geschlossen. Das ist das Sonnenrollo, was ich elektrisch auf- und zufahren kann. Das bringt nochmal eine ganze Menge Helligkeit in den Innenraum. Wir haben ja jetzt hier eine helle Innenausstattung, von daher ist es eh nicht so dunkel. Wenn ich hier jetzt einen dunkleren Farbton hätte, dann ist es auf jeden Fall schön, wenn noch so ein bisschen mehr Licht reinkommt. Für die Leute, die hinten sitzen, ist es immer wieder eine schöne Sache, weil es wirklich ein großes Dach ist und die können schön nach oben noch gucken. Last but not least haben wir natürlich hier unseren Hupencheck. Die Hupe befindet sich auf diesem großen Pralltopf und hört sich dann so an. Kommen wir zu unserem Innenraumcheck. Wir haben hier wirklich eine Menge Platz in den Türtaschen. Wir haben keinen klassischen Flaschenhalter, nur so ein kleines Fach, wo es abgetrennt ist, wo dann hier so eine halbe Liter Flasche bequem stehen kann. Vom Platzangebot passt da auch eine Literflasche hin. Allerdings von der Höhe muss man dann gucken, lieber kleine, bauchige Flaschen als hohe Flaschen dann mitnehmen. Das nächste, was ich hier habe, ist im Prinzip dieses Fach. Das ist rutschfest ausgekleidet. Die Türtaschen übrigens nicht. Also das Fach hier ist rutschfest ausgekleidet, wie gesagt auch beleuchtet. Da kann man gut Sachen ablegen. Knopf zum Wählen des Fahrprogramms fährt natürlich beim Anschalten der Zündung heraus. Das sieht ganz schön aus. Dann habe ich hier zwei Getränkehalter, nämlich wieder meine halbe Liter Flasche. Die passt hier auch sehr gut rein. Größere Flaschen wären vielleicht sogar ein Problem, weil so viel Platz ist nicht. Wir haben hier aber zumindest Abstandhalter. Und damit sollten auch kleinere Flaschen noch passen. Der erste dieser beiden Getränkehalter, da ist ein Knopf neben und dann kann ich den rausziehen und darunter hat man im Prinzip nochmal so ein kleines Geheimfach. Am zweiten Getränkehalter oder neben dem zweiten Getränkehalter
ist ein USB-Anschluss bzw. ein 5-Volt-Anschluss, wo ich USB-Geräte laden kann. Und im Verlaufe, während wir hier reden, werden wir noch eine ganze Menge mehr von diesen Anschlüssen finden, was ich richtig klasse finde. Wenn ich keine Getränke hier abstellen möchte, dann habe ich hier noch eine Schublade und so wird das dann eine ganz aufgeräumte Sache. Die Mittelarmlehne kann ich bewegen. Das finde ich auch immer gut. Gerade wenn man weiter vorne sitzt, kann man davon noch profitieren. Und natürlich kann ich sie auch aufklappen. Und darunter befindet sich noch mal ein kleines Staufach. Da passt zumindest mein iPhone rein und auch der Schlüssel. Viel wichtiger ist aber, ich habe hier noch mal zwei USB-Anschlüsse, dazwischen einen 12-Volt-Anschluss und auch noch mal ein Aux-In für das Infotainment-System. Und Land Rover hat uns hier so einen USB-Stick von ihnen mitgegeben, wo halt MP3s drauf sind und ich brauche es wirklich nur noch reinstecken und kann direkt drauf zugreifen. Eigentlich eine schöne Sache. Und so ein bisschen versteckt hier ist auch noch mal so ein Kartenhalter oder ein Dokumentehalter. Da geht dann zumindest nichts verloren. Wenn ich mich jetzt hier weiter bewege, habe ich einmal noch so ein Ablagefach, was sich hier komplett durchzieht. Auf der rechten Seite oder fast oder eingegrenzt ist dann hinten von der Lüftungsdüse. Es ist auch rutschfest. Da kann man auf jeden Fall mal einen Schlüssel hinlegen oder vielleicht ein paar Stifte. Hier unten an der Seite habe ich dann noch mal einen kleinen Haken. Da kann ich eine Handtasche einhaken oder eine Einkaufstasche oder was auch immer, um das noch mal ein bisschen zu sichern. Wir haben hier ein Handschuhfach. Da haben wir allerlei Kram drinne. Das ist auch eigentlich ganz schön groß, weil hier passt nicht nur das Bordbuch rein, sondern auch nochmal der Verbandskasten und die Warnwesten haben sie uns hier alle reingelegt. Da kann man also wahrlich nicht von einem kleinen Fach sprechen. Gut, dann haben wir Sonnenblenden natürlich auf beiden Seiten. Beide sind auch mit Make-up-Spiegel versehen, was hier nicht ganz so Premium ist, finde ich zumindest, dass man den Spiegel manuell quasi beleuchten muss. Das ist ein bisschen nervig. Wenn ich das Ganze wieder zuklappe, geht das Licht aber automatisch aus. Zudem habe ich Leseleuchten für Fahrer und Beifahrer und auch nochmal eine große Einstiegsbeleuchtung. Und das ist natürlich schön gemacht, dass man diese Lampen nur so antippen muss und die dann quasi angeschaltet werden. Zu guter Letzt, weil Jens das immer wichtig ist, ich habe an allen vier Türen habe ich Haltegriffe zum Einsteigen. Habe die Ehre, euch zu zeigen, wie es sich im Fond vom Land Rover Discovery Sport aushalten lässt. Auch die Tür hier hinten öffnet sehr weit. Die Öffnung ist ziemlich großzügig gehalten. Und so kann ich hier auch sehr leicht einsteigen und die Tür gut erreichen, die tatsächlich ein bisschen Gewicht hat, aber dennoch ganz leicht zu schließen ist. Das Raumgefühl im Fond, das ist richtig gut, das ist sehr großzügig gehalten. Das merke ich daran, dass ich genügend Kopffreiheit habe, trotz meiner Größe von 1,84 Meter. Noch viel wichtiger aber finde ich und viel beeindruckender die Tatsache, dass hier auch sehr viel Beinfreiheit ist. Der ist jetzt gerade eingestellt auf Jans Sitzposition, 1,80 Meter, so wie er sitzt, und da ist immer noch genügend Platz und Raum. Also das ist also alles wirklich richtig top. Die Sitze sind wirklich nur ansatzweise ausgeformt, ganz leicht. Ich empfinde sie aber dennoch als bequem. Das ist noch nicht alles. Die Sitze hier hinten, die sind auch noch mal verstellbar. Das heißt, ich kann die Rückenlehnen verstellen. Da ist an der linken Seite hier ein Hebel, wo ich mich so ein bisschen nach hinten lehnen kann oder entsprechend wieder in die aufrechte Position bringen kann. Und ganz wichtig, dass diese Sitze nach vorne und nach hinten verschiebbar sind. Und das in einem sehr großzügigen Rahmen, 16 cm. Da ist hier unten ein Hebel und ich zeige euch das kurz. Oh, so weit komme ich gar nicht nach vorne. So weit geht es und so weit entsprechend wieder nach hinten. Das ist auch noch nicht alles, denn diese zweite Sitzreihe hier, die ist auch ein bisschen hochgelegt, sogar sozusagen, wie bei einer Theaterbestuhlung, 5 cm höher, sodass man hier hinten also nicht versinkt, sondern auch hier von einer leicht erhöhten Sitzposition profitiert und eine gute Sicht raus hat zu den Seiten oder auch meinetwegen nach oben durchs Dach. Und die beiden äußeren Sitze lassen sich übrigens auch dreistufig beheizen. Auch die Türtaschen hier hinten im Fond sind recht geräumig. Hier passt auch diese 1/2 Liter Wasserflasche locker rein und ich gehe auch davon aus, dass eine 1-Liter-Flasche darin auch Platz findet.
Vorne in den Sitzen, in beiden Sitzen, sind Zeitungsnetze, wobei die eher nicht so tief sind. Also eine Zeitung könnte ich da, glaube ich, nicht unterbringen. Ich habe vorne in der Mittelkonsole 2 USB-Anschlüsse, einen 12-Volt-Anschluss, darüber dann 3 Cinch-Anschlüsse und über diesen Cinch-Anschlüssen nochmal einen USB-Port. Und dieser USB-Port mit den 3 Cinch-Anschlüssen sind für das Infotainment-System hier hinten im Fond. Da gibt es 2 8-Zoll-Bildschirme in den Kopfstützen hinten. Wir konnten es euch leider nicht genauer zeigen, weil dazu gehören eine Fernbedienung und auch Kopfhörer und das hatten wir hier leider beides nicht mit dabei. Weitere Abmöglichkeiten finden sich hier in dieser Mittelarmlehne. Da ist nochmal Platz für 2 Flaschen. Da sind auch Abstandshalter drin. Diese Halbliterflasche passt gut hinein. Allerdings sind diese Flaschenhalter nicht sehr tief. Das ist also ungefähr nur so hoch letztlich, sodass ich mir vorstellen könnte, dass sie dann schnell wieder dann rauskippt. Hier hinter ist noch ein kleines Staufach. Das ist rutschfest ausgekleidet. Ich kann diesen mittleren Bereich auch nochmal komplett umklappen. Dann habe ich eine Durchlademöglichkeit, drücke ich hier oben auf einen Knopf, Entschuldigung. Und dann haben wir hier eben entsprechend diese Durchlademöglichkeit. Wenn ich das jetzt alles wieder hoch mache, nehme ich auch einmal kurz hier Platz in der Mitte. Jetzt werde ich ein bisschen aus dem Bild verschwinden, aber ich möchte euch mal sagen, wie es sich hier sitzt. Man ist hier noch etwas erhöhter, hat hier aber immer noch genügend Beifreiheit, dadurch, dass die vordere Mittelkonsole sehr weit vorne ist. Und ich kann mir vorstellen, dass man es hier durchaus auch eine etwas längere Strecke aushalten kann. Auf beiden Seiten gibt es Leseleuchten und zwar direkt über der Tür und dazu noch 2 Garderobenhaken auch auf jeweils beiden Seiten. Unter dem Aspekt der Kindersicherheit betrachtet, gibt es im Fond in der zweiten Sitzreihe Isofix-Halterung. Semi-starre Gurtpeitschen, das Anschnallen wird also immer noch relativ einfach sein für Kinder. Jetzt schauen wir uns noch die Gurtlänge an. Die sind nicht so großzügig gehalten wie vorne im Fond. Also man kann durchaus noch einen Kindersitz und eine Babyschale anschnallen. Aber das wundert mich jetzt ehrlich gesagt schon, da hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Vorne in der Fahrertür bei den Fensterhebern gibt es noch einen weiteren Schalter. Wenn der Fahrer diesen aktiviert, dann wird der Schalter hier in den hinteren Türen gesperrt. Das ist dann wiederum der Fensterheberschalter. Das heißt, die Fenster gehen nicht mehr runter, aber auch die Türen sind nicht mehr zu öffnen. Also ein guter Sicherheitsaspekt, gerade eben, wenn man Kinder transportiert. Zum Fenster kann ich noch sagen, dass dieses nicht ganz versenkbar ist. Ich weiß, dass Jans Kinder das gar nicht toll finden würden. Und ein Einklemmschutz ist hier aber entsprechend natürlich vorhanden. Wir haben 3 Möglichkeiten, den Kofferraum zu öffnen. Zum einen haben wir auf dem Schlüssel einen Taster, dann gibt es neben dem Lenkrad links einen Taster oder wir benutzen den Taster hier. Dann öffnet sich die elektrische Kofferraumklappe. Die ist bei unserem Modell serienmäßig, sonst aber aufpreispflichtig. Ich kann hier gerade drunter stehen. Sarah hat schon ein bisschen Probleme. Das liegt daran, dass das hier so ein bisschen abschüssig ist. Also bis 1,80 kann man hier locker stehen. Wenn man größer ist, muss man noch einen Schritt weiter reingehen. Man sieht es, wir haben hier unseren Koffer, unseren Stativkoffer mit wieder. Und da wissen wir schon mal, das muss ungefähr 1 Meter breit sein. Wir haben nachgemessen, es ist die Ladefläche zwischen den Radkästen, also an der schmalsten Stelle, beträgt 1,11 Meter in der Länge und in der Tiefe sind es immerhin 99 cm. Wenn ich den Kofferraum so sehe, die Sitze ganz nach hinten gerutscht, dann habe ich ein Ladevolumen von 541 Litern. Die beiden Schienen hier im Innenraum gehören auch zur Serienausstattung, genauso wie die Zuösen, die man darauf hin und her schieben kann, wie auch die Gepäckraumabdeckung. Und hier sieht man vielleicht schon, wir haben hier auch nochmal einen Satz Gurte, der dann halt für die dritte Sitzreihe ist, kommen wir gleich. Ich habe dann hier noch eine Klappe, da verbirgt sich das Warndreieck wie auch das Tire-Fit und so ein bisschen Bordwerkzeug. Und sonst habe ich hier hinten noch mal einen 12-Volt-Anschluss, auch noch mal so eine 5-Volt-USB-Ladebuchse auf der linken Seite. Und auf der rechten Seite habe ich noch mal einen Belüftungsregler, da auch die Sitze in der dritten Sitzreihe klimatisiert sein können.
Beleuchtet wird der Kofferraum einmal durch eine Leuchte hier in der Decke, die wahrscheinlich auch gleichzeitig Leuchte für die Passagiere in der dritten Reihe sind, wie auch hier so eine kleine, aber eher eine Funzel an der rechten Seite. Die Ladekantehöhe haben wir eben auch nachgemessen, ist hier aber ein bisschen abschüssig. Der Wert, den ich jetzt sage, der ist nicht verlässlich. Also sage ich, um die 80 cm muss man Gegenstände hochheben, um sie dann hier reinzuschieben. Dafür ist das aber dann eine ebene Fläche. Also ich muss sie dann nicht noch erst irgendwie absacken oder beim Rausheben halt irgendwie hochheben. Das ist in Ordnung. Den Sichtschutz kann ich relativ einfach hier rausnehmen und ausbauen. Bleibt jetzt so und sehr komfortabel. Auf der rechten Seite habe ich zwei Hebel, die ziehe ich einmal und schon legt sich die komplette zweite Sitzreihe um. Ich muss allerdings trotzdem noch einmal zur Tür. Ich muss die Sitze so ein bisschen runterdrücken, dann rasten die einmal ein. Man sieht hier vielleicht ganz schön, erstens, ich habe keine ebene Ladefläche, dann ich habe zwischen diesen beiden Sitzreihen auch noch ein Loch. Das finde ich auch nicht besonders charmant. Ich habe eine Länge von da vorne bis hier vorne, also vom Eingang bis hierhin von 1,55. Wenn ich den Sitz ganz nach vorne fahre, wie wir das hier gemacht haben, sind es gut 2 Meter. Insgesamt habe ich jetzt hier ein Volumen von 1700 Liter bzw. genau von 1698. Um die dritte Sitzreihe jetzt mal auszuklappen, muss ich hier einmal das so ein bisschen anheben. Und jetzt habe ich hier eine Lasche. Und mit der Lasche kann ich den Sitz ganz entspannt und bequem und ohne Kraftanstrengung hochziehen. Und muss jetzt nur noch die beiden Lehnen nach oben klappen. Und voilà, haben wir die dritte Sitzreihe. Dafür müssen wir natürlich die zweite nicht umklappen. Das machen wir jetzt hier nur, damit ihr es besser sehen könnt. Wie bei den meisten 7-Sitzern ist dann aber quasi kein Kofferraum mehr vorhanden. Man kann hier gerade mal noch so eine Tasche hinterstellen. So, einmal der Selbstversuch. Hier gibt es so einen Haken nochmal. Wenn ich den ziehe, kann ich den Sitz ganz nach vorne rutschen und jetzt quasi hier einsteigen. Uiuiui. Man muss fairerweise sagen, es ist ein 5 plus 2 Sitzer. Also ich muss hier als Erwachsener gar nicht sitzen können. Und Land Rover sagt auch selbst, hier passen nur Personen bis 1,60 Meter Körpergroße herein. Wenn der Sitz jetzt die vordere Sitzreihe vorgeschoben ist, könnte ich hier aber theoretisch zumindest sitzen, sogar mit ein bisschen Beinfreiheit. Also nicht Beinfreiheit, aber ich könnte hier auch ein paar Kilometer sitzen. Ich darf vielleicht auch noch mal sagen, das sehe ich jetzt. Ich habe hier hinten sogar noch 2 Becherhalter auf jeder Seite ein, auch mit so Abstandnöpsis. Die dritte Sitzreihe kostet 1300 Euro. Für 1700 Euro gibt es ein kleines Paket, wo unter anderem die Klimatisierung für die letzte Reihe enthalten ist. Insgesamt dürfen wir den Land Rover Discovery Sport mit 737 Kilogramm beladen. 75 Kilo darf man aufs Dach schnallen. Und wer sich dann den Agrarhaken noch montieren lässt, darf gebremste Anhänger bis 2,2 Tonnen ziehen. Jetzt, wo wir den Jan wieder sicher aus der dritten Sitzreihe rausgeholt haben, die übrigens nur ermöglicht werden konnte, weil Land Rover die Hinterachse komplett neu konfiguriert und gebaut hat. Das ist jetzt eine Mehrlenkerachse und die ist sehr raumökonomisch und nur deshalb ist es überhaupt möglich gewesen, da noch 2 zusätzliche Sitze zu integrieren. Jetzt haben wir Jan also wieder irgendwie da rausgehievt und jetzt widmen wir uns mal dem Fahreindruck. Es ist eine Pressefahrveranstaltung. Wir hatten bei dieser Veranstaltung durchaus die Möglichkeit, vieles auszuprobieren, aber behaltet im Hinterkopf, dass das immer nur erste Eindrücke sind. Wir waren sowohl im Offroad-Terrain unterwegs als auch auf normalen Straßen bzw. auf Landstraßen, die komplett zugeschneit sind, so wie jetzt auch gerade. Und ich möchte eben mit dem normalen Straßenfahreindruck beginnen. Toll ist natürlich die erhöhte Sitzposition. Das mag ich persönlich immer sehr, wenn man einfach diese gute Sicht hat nach vorne raus und auch zu den Seiten raus. So fühlt man sich auch so, als hätte man das Auto dann auch entsprechend gut unter Kontrolle. Ich war
überrascht, als ich dann auf die Autobahn als erstes gefahren bin und mal eine etwas schnellere Lenkbewegung gemacht habe. Da komme ich jetzt schon zum Thema Lenkung. Ich war überrascht deshalb, weil das Auto darauf auf eine ganz bestimmte Art und Weise reagiert. Nicht schlimm reagiert, aber das ist wie so ein, als würde so ein Schlängeln durch den Autokörper gehen. Es ist so ein Wanken, was mitunter eben daran liegt, dass das Fahrwerk sehr komfortabel ist, sehr weich abgestimmt ist, dass das Fahrzeug natürlich auch ein Stück weit hoch liegt und Masse hat. Das sind also gut 2 Tonnen, die das jetzt wiegt, mit uns drin und im Gepäck drin. Und von daher kommt dann einfach so dieses Wankgefühl zustande. Es ist aber in keinem Fall so, dass das Fahrzeug einen jetzt unsicher lenken lässt. Die Bremsen sind so, wie ich es persönlich gar nicht so gerne mag. Das heißt, wenn man auf das Bremspedal geht, man muss dieses sehr feste runterdrücken, bis die Bremswirkung dann eintritt. Und die Bremswirkung ist natürlich da und da gibt es auch nichts weiter dazu zu sagen oder gar negativ zu kritisieren. Es ist einfach jetzt nur so eine Frage des Geschmacks, wie man eben entsprechend so das Drücken des Bremspedals mag. Sehr positiv hervorheben möchte ich das Fahrwerk hier im Land Rover Discovery Sport. Das erweist sich als außerordentlich komfortabel. Egal, ob wir jetzt auf Schneestraßen fahren oder über die Autobahn flitzen bei maximal 130, es ist wirklich phänomenal. Es ist ganz, ganz bequem und ich kann mir sehr gut vorstellen, in diesem Auto ganz lange Strecken abzureißen und das auch über wesentlich unbequemere Straßen, als wir sie jetzt erfahren haben. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch positiv betonen, dass dieses Auto sehr leise ist. Das betrifft sowohl den Motor, also der Sound, der vom Motor kommt, das ist ein sehr laufruhiger Diesel, aber auch die Windgeräusche, das ist kaum da. Gut, jetzt muss ich natürlich einschränkend sagen, wir sind in Österreich gefahren, maximal 130 auf der Autobahn, aber da haben wir nichts wahrgenommen an Windgeräuschen. Und tatsächlich hat Land Rover auch sehr viel daran gearbeitet, durch bestimmte Oberflächen und Tests diese Windgeräusche zu reduzieren. Also das ist gut gelungen. Es ist ein Discovery Sport und das heißt nicht, dass es ein Sport-SUV ist. Es ist eher für sportliche Menschen ausgelegt, für vielseitige Menschen, die ein praktisches Auto brauchen. Deswegen in Sachen Beschleunigung darf man kein sportliches Hexenwerk erwarten. 8,9 Sekunden für den Sprint von 0 auf 100 ist jetzt nicht richtig flott, aber es reicht vollkommen aus, um beispielsweise auf der Autobahn dann doch mal eben zu überholen und wieder einzuscheren. Also das ist alles völlig im Rahmen. Die Neungangautomatik von ZF, butterweich. Also man merkt sie beim Fahren, egal wo, kaum. Es sei denn, man beschleunigt bewusst mal härter, ein bisschen stürmischer, dann merkt man den ein oder anderen Schaltvorgang. Aber ganz normal während des Fahrens ist es wirklich kaum mehr zu merken. Kann ich nur einen Daumen hoch für geben, sie ist richtig gut umgesetzt. Ich fahre vorzugsweise in D, wie Drive. Es gibt aber auch noch das Fahrprogramm S. Da kann man dann entsprechend manuell schalten und eben auch über diese Schaltwippen schalten. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich so im normalen Autoalltagsverkehr nie in diesem Modus gefahren bin und ich ansatzweise das Bedürfnis hatte, manuell zu schalten, weil die Neungangautomatik einfach top ist. Wo ich in diesem Gang maximal mal gefahren bin, das war eben im Offroad-Gelände. Gute Überleitung, dann sprechen wir doch vielleicht mal direkt darüber, was wir da machen durften. Wir waren also auf einer Eis- und Schneefläche unterwegs, sind Slalom gefahren zwischen Pylonen durch, sind in die Kurven reingescheppert, als gäbe es kein Morgen mehr. Ich habe versucht zu driften, ich bin keine Driftkönigin an der Stelle. Und in diesem Zusammenhang sollte erwähnt werden, dass der Discovery Sport, sofern er mit Allradantrieb ausgestattet ist, immer ein Fahrsystem mit an Bord hat, das heißt Terrain Response. Und dieses System ermöglicht es einem dann auch letztlich erst, solche Offroad-Geschichten zu unternehmen. Ich habe dann die Option, zwischen 3 Untergründen oder 3 Bedingungen zu wählen. Dieses Terrain Response System beeinflusst ganz viele verschiedene Faktoren und Kennlinien, zum Beispiel die Kennlinien vom Gaspedal für eine direktere Gasannahme. Es wird einem aber auch beispielsweise angezeigt, in welcher Position sich gerade das Lenkrad und damit die Vorderräder befindet, damit man sich nicht irgendwie völlig vertut, wenn man gerade irgendwo orientierungslos herumgecruised ist oder stecken geblieben ist. Eine Bergabfahrhilfe, HDC, Hill Descent Control, darf natürlich nicht fehlen. Und weiterhin sorgt einfach die Haldex-Kupplung dafür, dass ich zu jedem Zeitpunkt immer die bestmögliche Traktion habe.
Und mit Hilfe dieses Systems waren wir dann also im Schnee, im Eis, im Offroad-Bereich unterwegs. Zusätzlich zu den Handling-Parcours haben wir eben noch ausprobiert, wie es ist, starke Steigungen hochzufahren oder auch runterzufahren oder auch einmal komplett schräg zu fahren. Und ich mache es kurz, dieses Auto kann das. Das heißt, wenn es verspricht, es ist ein schicker SUV, ein Kompakt-SUV, der aber auch geländetauglich ist, dann ist dem so, er hält alle diese Versprechen zuverlässig ein. Unser Fahrzeug verfügt auch über diverse Assistenzsysteme. Ich mag solche klassischen Assistenzsysteme, die fast jetzt in jedem Wagen zu haben sind oder eigentlich in jedem modernen Auto zu haben sind, wie einen Notbremsassistenten gar nicht mehr hervorheben. Das muss eigentlich Standard sein, da müssen wir nicht groß drauf hinweisen. Vor allen Dingen können wir es auch nicht überprüfen, weil wir hier in der Regel keine Unfälle machen. Wir haben Totwinkelwarner, die sind in der Spiegelfläche der beiden Außenspiegel eingelassen. Signal, was entsprechend aufblinkt, wenn wir dann Verkehr haben im toten Winkel, der zuverlässig funktioniert. Und ich mag es auch, wenn man helles Orange im Spiegel, das kann man gut sehen. Vor allen Dingen lieber in der Spiegelfläche als vor der Spiegelfläche. Wir haben eine Verkehrszeichenerkennung, die auch hier in Österreich sehr gut und zuverlässig funktioniert hat. Hatte ich vorhin schon erwähnt, wenn man zu schnell ist, pulsiert im Prinzip das Verkehrszeichen. Das gefällt mir sehr gut. Wir haben einen Spurhaltewarner. Das finde ich nicht mehr State of the Art, wenn ich ganz ehrlich bin. Ein Auto, was nicht mitlenkt. Also der warnt, wenn ich die Spuren verlasse quasi. Wenn er die Linie erkannt hat, habe ich ein entsprechendes Signet hier oben im, in einem kleinen Display. Und da wird mir dann angezeigt, dass es entsprechend rausläuft, das Auto aus der Spur. Und ich bekomme auch eine kleine Vibration im Lenkrad angezeigt. Aber die ist auch sehr schwach, sodass man sich manchmal fragt, ist es der Fahrbahnbelag oder werde ich hier gerade gewarnt? Weiterhin verfügt der Land Rover Discovery Sport über einen Kollisionsassistenten rückwärtig. Das heißt, wenn ich irgendwie rückwärts setze und da nähert sich jemand dem Fahrzeug, werde ich auch entsprechend gewarnt. Er verfügt auch, zumindest unser Fahrzeug hier, über einen Einparkassistenten, der sowohl parallele als auch, wie heißt denn das dann? Längs und quer packt er jedenfalls für euch ein. Haben wir jetzt nicht ausprobiert, weil hier längs und quer überall immer Schneemassen sind. Und wenn man mal einen Parkplatz findet, dann hat er keine Flächen, an denen sich das Auto wirklich orientieren könnte. Somit haben wir das nicht probiert. Zudem verfügt der Land Rover Discovery Sport über ein System, was sich Torque Vectoring by Braking nennt. Da geht es immer darum, wir haben Kurveninneres und wir haben Kurvenäußeres und wir haben Räder, die im Kurveninneren sind, zwei Stück, und welche, die sich im Kurvenäußeren Bereich befinden. Und damit man besser durch die Kurven kommt, ist es in der Regel besser, dass die Kurveninneren Räder ein bisschen abgebremst werden und mehr Kraft auf die Kurvenäußeren Räder gebracht wird, damit man die Ideallinie der Kurve besser bekommt bzw. ideal durch die Kurve fahren kann. Und genau so ein System ist hier serienmäßig verbaut. Kommen wir zum Fazit. Land Rover Discovery Sport. Sarah, was hat dir gefallen, was hat dir nicht so gut gefallen, was sollte Land Rover besser machen? Ich mag, dass hinter diesem Konzept Kompakt-SUV tatsächlich auch ein Konzept steht, das nicht nur ein Kompakt-SUV bietet, weil es so kompakt abgemessen ist und so groß ist und aber sonst nichts kann, sondern weil dieses Auto tatsächlich dabei noch gleichzeitig wirklich geländetauglich ist. Haben wir ja euch schon erzählt in unseren Beispielen, seht ihr auch in den Bildern. Das heißt, wir haben ein großes, großzügiges Auto, kompakte Abmessung mit richtig tollen Fahreigenschaften. Das finde ich immer super. Weniger gut finde ich die Aufpreispolitik auch hier. Das rechtfertigen wir dadurch, dass wir jetzt hier zum Beispiel die höchste Ausstattungslinie fahren, aber hier trotzdem noch Optionen drin haben, die uns wahrscheinlich mindestens nochmal 10.000 Euro Aufpreis kosten. Als Beispiel das Premium-Unterhaltungspaket, die Scheinwerfer, das Dach und dann hinten noch die dritte Reihe, das Sitzpaket. Das ist, finden wir nicht so gut. Welche Meinung hast du zum Auto? Ich meine auch, dass das Land Rover ja beim Preis deutlich schon mal den Premium-Anspruch unterstreicht.
Ich habe nach wie vor, ich habe mich so ein bisschen daran gewöhnt an jetzt hier die Fahrgastzelle, aber die Materialien rocken mich nicht so. Also wenn ich denke, 55.000 kostet der Minimum, Ja. der Wagen, den wir hier haben, ja, der kann eine ganze Menge, Ja. aber ich steige hier ein und ja, das Leder springt mich nicht so an. Ich habe eine ganze Menge Plastik da noch zwischen. Da könnte man durchaus ein bisschen mehr machen, denke ich. Aber was ich auch dazu sagen möchte, gerade im Bereich Infotainment haben sie jetzt eine Menge gemacht. Das ist also deutlich besser als die letzten Systeme, die ich da bei Jaguar gefahren bin. Das gefällt mir sehr gut und ist natürlich wirklich ein schönes Platzangebot. Sicherlich hinten passen nur plus zwei rein, Ja, aber wer ab und immerhin. zu mal ein paar Kinder mehr mitnehmen muss oder so, da ist das schon eine prima Sache. Und in Sachen Luxus kann ich nachvollziehen, was du gerade sagtest. Ich nehme mal an, der Hintergedanke bei Land Rover ist einfach der, dass da noch Range Rover ist und das dann halt wirklich die wirklich luxuriöse Marke dann repräsentieren soll, ne? Ja, bloß, irgendwie muss ich auch sehen, dass ich die Autos verkaufe und dann muss das auch alles zusammenpassen, der Preis mit der Ausstattung. Gut, aber wenn man guckt, was die deutschen Hersteller machen, die sind auch nicht viel Ja. preiswerter. Ich sag mal, Audi Einstiegspreis Q3 um die 30.000, da sind wir hier schon ganz gut bedient. Und was vielleicht auch nochmal erwähnenswert wäre, der Wagen ist halt kürzer als ein X3, er ist kürzer als ein Q5 und hat trotzdem im Innenraum den Platz für die dritte Ja. Sitzreihe. Und das finde ich schon bemerkenswert. Aber kommen wir zu unserem Daumenspielchen. Fahrspaß. Schöner, gemütlicher Cruiser, unaufgeregt. Ja, ich Der was finde, kann. im Gelände hat er durchaus Spaß gemacht. Auf der Straße ist er mir manchmal ein bisschen zu schwach auf der Brust, aber das ist wahrscheinlich auch so ein rein deutsches Problem. Wir wollen es ja mal ein bisschen kräftiger haben, ne? Ein bisschen schneller und so. Da zieht er halt noch nicht ganz so mit. Alltagstauglichkeit. Ja, egal welcher Alltag, oder? Ja, genau. Effizienz, da sagen wir mal wieder nicht zu, weil wir waren mit dem halt auf der Offroad-Strecke. Wir sind da auch teilweise ein bisschen lustig, haben wir versucht zu driften. Das ist natürlich alles andere als Effizienz. So ist der Wert, den wir hier erfahren haben, ja, einfach, der taugt nichts. Da müssen wir mal einen Tester holen. Brauchen wir nichts groß zu sagen. Ein Kollege von uns, also Neft sagt ja 6,3 mit dieser Kombination aus Motor und Getriebe, und ein Journalistenkollege von uns hatte einen Wert erfahren von 7,9 Ja, Litern. auf knapp 100 Kilometern oder so. Gut, dann haben wir noch Komfort. Und da sage ich auch irgendwie, alles, was Sarah gesagt hat, stehe ich hinter. Ja, Super Auto. also Fahrkomfort und so Ja, wirklich top, top, top. top. Komfort wirklich, Für ein deswegen habe ich gerade SUV. so gemacht, diese Mini-Abstriche, Sitze, Sitzheizung. Da ist irgendwas nicht in. Ja, Vorserie, bla bla bla. Gut, Gesamteindruck. Ich sage einen Ja. Daumen hoch, ordentliches Auto. Damit sind wir auch am Ende. Hier schneit es auch wie verrückt und wir wollen sehen, dass wir noch nach Deutschland rausgeflogen werden. Wir verabschieden uns wie üblich. Bitte, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Habt ihr Fragen, unten in die Kommentare. Und solltet ihr tatsächlich unseren Kanal noch nicht abonniert haben, dann macht das bitte. Worüber ich mich auch sehr freuen würde, wenn ihr die Videos verteilt, wenn sie euch gut gefallen haben. Einfach mal bei Twitter oder auch gerne mal bei Facebook reinhauen. Damit helft ihr uns auch zu wachsen und noch ein bisschen größer zu werden. Dann sagen wir Tschüss. Tschüss. Tschüss.